Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier im Supermarkt Simulator. Heute Part 8. Das letzte Mal haben wir unser Regal, glaube ich, nochmal erweitert. Wir haben hier sehr viel neues Zeug und wir haben eine neue Produktlizenz bekommen, die wir aber noch nicht benutzen können, da es sehr viel dabei ist, was in den Kühlschrank muss. Und das heißt, wir müssen uns erstmal wieder einen Kühlschrank leisten können. Das ist eine der Tasks, die wir heute machen müssen. Also uns $200 wieder ansparen. Plus natürlich gerne hier noch eine Erweiterung kaufen. Das kostet aber schon 750 mittlerweile. Und wenn wir da soweit sind, geht es natürlich wieder an Lizenzen. Aber das dauert erstmal. Wir lassen es erstmal so. Wir könnten schon eine Lizenz holen, wenn wir das Geld dafür hätten. Aber es bringt uns nichts, bis wir die eigentlichen Produkte ja nicht haben. Dem einen oder anderen wird auffallen, dass das Geld, was uns eigentlich beim letzten Part sogar eigentlich gefehlt hat, auf einmal wieder da ist. Ich weiß selber nicht, wie das wieder gekommen ist. Vielleicht hat Bob wieder dann seinen eigentlichen Lohn, den er in der letzten Aufnahme halt sich eigentlich auch verdient hat, weil er hier übelst einkassiert hat und uns auch die Produktlizenz leisten hätte können und uns dann eigentlich das Geld wieder abgezogen hat. Aber irgendwie ist das Geld wieder da. Ich weiß, das ist vielleicht ein Spielfehler. Ich weiß selber nicht, ich kann es auch noch nicht fixen. Aber ist eigentlich umso besser. Und noch ein paar weitere Sachen. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Ich werde das Mikrofon dann schon benutzt haben, wenn ich das hier gerade aufnehme. Aber nur jetzt, hey, jetzt ab Part 8 benutze ich das neue Mikrofon, weil das davor hatte ich mein Mikrofon für die Kopfhörer benutzt und deswegen sollte meine Stimme es sich besser anhören oder auch deutlicher. Oder ist es auch ein Filter drauf? Das heißt hier, dass es nicht rauscht oder so. Weil das würde passieren, wenn ich es nicht drauf machen würde. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Format hier gefällt und wir legen sofort los. Dann öffnen wir den Markt auf Open. Und was? Warte. Was? Ist das auch ein Spiel? Okay, das überfordert mich gerade ein bisschen. Ich drücke auf Open und es wird Nacht. Okay, das war der letzte Tag, den wir aufgenommen hatten und. Okay. Hä? Verstehe ich nicht. Ah! Und jetzt wird das wieder abgezogen. Okay, ich korrigiere mich. Das ist kein Spielfehler. Das ist nur ein Aktualisierungsfehler. Das heißt, wir kriegen das Geld schon abgezogen. Aber der gute Bob hat das nicht gespeichert. Deswegen mussten wir das nochmal abbekommen. Ach Mensch, ey, wieso? Okay. Dann öffnen wir erstmal auf Open. Du kassierst es gut, dass wir das Geld, was du uns gerade genommen hast, wieder kriegen. Das ist ja nicht schon mal hier. Das Geld wieder weg hier. Ist ja wirklich. Ja. Wir warten erstmal auf den ersten Kunden. Der schon durch die Tür kommt. Ich musste nicht mal skippen. Ja. Lassen wir ihn erstmal kassieren hier. Was haben die Schlüssel gekauft hier? Ein bisschen Wasser, Milch. Die machen bei Bob nur normale Einkäufe. Das nervt mich gerade irgendwie. Puderzucker und Reis. Etwas seltsam. Aber okay. Der FBI-Agent, der kauft auch nochmal ein. Ich gehe kaputt. Was ist denn los mit ihnen? Sind sie immer noch sauer? Sind Sie mir noch so, habe ich gefragt. Der Orangensaft kommt noch. Der kommt noch. Gedulden Sie sich mal ein bisschen. Und die Soda auch. Die ich mir sogar vielleicht sogar leisten kann jetzt. Außer ich gucke nochmal. Kaffee. Soll ich Kaffee noch nachfüllen? Eigentlich am besten Kaffee noch nachfüllen. Kaffee. So, als nächstes kaufen wir hier gut ein. Was hat der jetzt gefunden? Orangensaft. Okay, wir kaufen Orangensaft ein. Das habe ich jetzt so entschieden. Orangensaft. Beziehungsweise, man ist für den Kühlschrank. Im Internet habe ich das hier gefunden. Ist mir jetzt nicht cool bei mir. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Da kaufen wir erstmal Regal, Milch. Jo, was ist das für Milch? Was kostet das Gute hier? Das gute Zeug. Ach du Scheiße. Das ist teuer. 11. 11,25. 11. Ist noch ein bisschen fair, sagen 11,20. Machen wir schon 57 probiert. Er kauft. Jetzt Bob, du machst das Geld, du bringst das Geld wieder rein, was wir brauchen. Sind hier eigentlich leer. Öl. Oh je. Und uns alles leer. Ah, was ist das? Wasser. Öl und Wasser. Öl und Wasser. Zweimal. Ja, Alter, schwör. Wieder Stress hier. Muss ja gleich auch hinten gucken in den anderen Regalen, ob scheiße ist. Ich hab noch Wasser. Oh, ich bin blöd. Nein, ich hab Wasser doppelt gekauft. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt.
Öl ist genug da. Das finde ich toll. Kauft ihr noch Öl ein oder muss ich es. Ah, toll. Muss ich die Packung hier noch hinstellen? Ich kann die Tür noch vollstellen. Ist ja. Muss ich ja nicht rein. Noch nicht. Ich kann Kühlschrank kaufen. Lass mich einen Kühlschrank kaufen. Also ich muss auch noch auf die Rechnung gucken, dann fällt mir gerade so ein. Nicht, dass ich das wieder vergesse und dann hier, oh nein. Dann habe ich wieder hier drei Rechnungen oder so, die ich noch nicht bezahlt habe. Mach ich mal Licht an hier, Bob. Es geht langsam dunkel hier. Ist gar kein Platz. Warte mal. Gar kein Platz hier. So, jetzt aber. Ganz genau. Bis es passt. Jawohl. Ich hab noch einen Platz. Oh, ich bin so blöd. Ich habe eigentlich auch noch einen Platz hier frei. Orangensaft und Soda. Und die Soda. Und der Apfelsaft. Und die Soda. Oh, der L. Das ist ganz schön komische Cola. Nein, das ist so ein. Das ist. Ah. Es wird alles vollgestellt. Ich brauche eigentlich noch einen direkt. Bob, kriegst du es noch hin in den letzten halben Stunden hier? Nochmal 200 Dollar. Bekommst ein Produkt. Ich hab. Nein! Bob, stopp! Nein, ich hab's verkauft. Ach Bob, Mensch, das war's zu schnell. Jetzt hab ich das gefühlt gratis verkauft. Hab keinen Profit gemacht durch die eine Flasche Cola hier. Oder zwei, von sogar zwei, die er gekauft hat. Über die wirklich alles voll. Die kaputt. Das Motor. Ist das umgeschmissen? Ja, ist umgeschmissen. Mit meiner Maus, die spinnt wieder rum. Nein! Das war's genau rennen. Oder auch nicht. Ach Mensch. Bob ist fertig. Gut. Kann man schon mal den Laden schließen hier? Close. Ein bisschen close. Die Cola reintun. Warum ist es so voll? ich hab keinen Platz mehr. Ich gehe kaputt. Ich hab keinen Platz mehr. Bitte helfen Sie mir. Lass mich so machen. Ich glaube, das ist die gleiche Packung. Dann nehme ich jetzt die Milch hier. Die ist leer ist gerade. Oh wow. Vielleicht kann ich es doch raustun. Nein. Ich dachte, das geht. Das ist doch noch. Sah ich gerade nicht. Okay. Darf ich jetzt. Ah. Geht doch. Genau, und zwar, damit ich jetzt noch hier reinkriege, den anderen Saft. Ein bisschen Orangensaft. Turn up. Langsam brauchen wir ein Lager. Das wird langsam viel zu voll. So, ansonsten sieht doch so alles hier gut aus. Das war jetzt übelst vollgestellt, aber egal. Wir sollen mal gucken, was für Produkte hier noch fehlen. Beziehungsweise können wir schon mal reintun dann. Oh, hier wieder ist schon wieder auch alles leer. Aber Salz kaufen die kaum ein. Was ist los mit denen? Ist doch guter Preis hier. Einfach ein Salz ins 90. vor allem so eine kleine Tüte, ey. Das Rose ist übelst leer. Na, mal gucken wir dann morgen. Erstmal tun wir diesen Tag beenden mit Enter. Boah. 19 Kunden haben nichts gefunden. Das ist ein neuer Rekord. Das ist wirklich ein neuer Rekord, ey. Das ist ja krank. Wie kriegen das noch hin? Wie kriegen das noch hin? Case ist teurer, billiger geworden. Das heißt, wir müssen Case abändern. Der Case ist leer. Warum ist es so teuer geworden, Case? Was habe ich dir getan? Es hat übelst lange gedauert, bis ich dich hatte und jetzt bist du voll teuer. Was ist denn los? Billig. Teuer. Du bist nicht teuer, du bist billig. Ach Mensch. belastend. Tun wir erstmal Toast. Reintun. Ein bisschen frisches, geschnittenes Brot. Das Ding ist, ich kann mal hier bestimmte Kartontypen mal hier so lagern. Also so eine, die so groß ist. Dann eine, die anders so groß ist, zum Beispiel so eine, da sogar noch Öl drin ist. Ein bisschen Öl nachwählen. Und jetzt ist die leer, oder? Ja. Habe ich zum Beispiel noch so eine? Nein. Die so groß ist, das können wir mal machen, dass wir immer so umlagern können. Und dann noch eine, die so groß ist.
zwei Flaschen. Komplett voll. Noch ein Stück komplett voll. Oh je. Yes, nee. Weil wir haben jetzt alle Produkte. Gut, erstmal unseren Laden öffnen. So, Bob, du machst erstmal Profit. Gut, das ist im Stress nachfüllen. Und auch die Rechnung müssen wir gucken. Lass mich mal die Rechnung gucken. Miete. Miete ist fällig. Und Rechnung. Tag 15 bis Tag 19. Tag 14 bis Tag 18. Die müssen wir bezahlen auf jeden Fall. Und die. Die zwei. Die ist sogar. Hä, die ist verdoppelt worden, die Miete. Ist ja voll gemein. Ich hab's doppelt bezahlt. Aber Hauptsache, die gehen wir hier mal rein. Gut. Kauft die ein. Kauft alles ein. Oh fuck. Ich habe die Preise alle von denen nicht festgelegt. Ah. Wie kostest du? Du kostest 4,80. Und du kostest 3,10. Und du kostest 2,80. Und du kostest. Das ist wie eine Zahl. 2,58. Okay. Dann. 2,55. Jawohl. Könnte ich zwei Flaschen jetzt auffüllen. Lange die diese leere Schachtel auch mal. So. Aber das auch mal. Wie mein Loben, ey, das ist recht komisch. Ist irgendwas leer? Erdnussbutter. Ich hoffe Erdnussbutter. Und Susu. Nee, nicht Susu. Mehl. Das andere Mehl. Oder? Nee, das erste Mehl. Mehl. Mehl, 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 Mehl und. Wie heißt's? Erdnussbutter. Warum reagiert meine Maus jetzt nicht? Helfe! Mehl, Mehl, Mehl ist alles, was ich habe. Ich kaufe gerade auch knapp ein Puderzucker. Puderzucker wird leer. Schließe ich mal hier. Puderzucker. Ein bisschen Puderzucker. Susu. Tut mir leid. Kaffee und Nudeln. Kaffee und Nudeln. Stress. Die neue Medizin im Angebot. Und sonst. Was hat er gesagt? Hat irgendwas gesagt? Du bist komisch. Bob, machst du toll. Hast du irgendwas leer? Was hast du nicht leer? Da können wir eine Flasche auffüllen. Das ist krass. What die Apfelsaft gekauft hier, what the fuck? Die fahren jetzt nach Orangensaft und da kommen die ganzen Apfelsaft. Die sind komisch. Da hoffen die gar nicht ein, den Orangensaft. Ist ja nicht normal. Bob, mach mal Licht an hier. Bob. Muss hier was sehen. Die keine Scheiße bauen hier, die unsere Kunden. Ja, genau so. Du machst es gut. Wir haben Profit. Wir können uns den vierten sogar schon holen. Oh, Scheiße. Jetzt langsam, aber sicher bringen wir das hin. Was war da? Die Milch ist leer, die ich erst gekauft habe. Oder muss ich gleich noch bestellen? Oh nein, nein. So. Ach Mensch, ey, kein Platz hier. Kein Platz in dem ganzen Irrenhaus hier. So. Genau. Das sieht schon mal gut aus. Ich muss noch schnell die Milch kaufen. Und dann soll das alles hier funktionieren. Die neue Milch jedenfalls. Und mit dem Rest des Geldes kaufen wir brauchen wir erstmal unsere Rechnung. Die muss hier hin. Die muss hier hin. Müssen eigentlich noch mal. Ne, wir müssen doch mal kaufen. Wir müssen es doch mal kaufen. Warte, warte, warte. Es schließt sich gleich. Das Fenster. Wo ich es noch kaufen kann. Milch. Milch. Kurz vor knapp noch kaufen.
So, haben wir das? Dann ist noch vier Regale voll, vier neue Produkte hier. Und dann gleich hier noch zwei. Also, ich mache hier jetzt für jedes zwei. Kaufst gerade letzten Orangensaft hier. Den ich gerade erst einsortiert habe. Geht ja gar nicht. Bisschen Apfelsaft, das muss doch mal sein. Ist er leer? Ja. Da müssen wir noch mal gucken dann. Also nächsten Tag auf jeden Fall sehr gut Cash machen hier. Wir müssen alles auf. Ach du Scheiße, die Komplex. Die Komplex sind noch leer geworden. Was kaufen die allein hier? Was ist. Was. Was. Ah nein, das ist. Das geschnittenes Brot. Das ist. Wo bist du? Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Ich habe die ganze Zeit euch. Innerhalb von 2 Tagen habe ich euch die Produkte. Halt, stopp. Ich habe euch die zwei Produkte. Die zwei Produkte. Die neuen Produkte innerhalb von 2 Tagen alle doppelt bereitgestellt. Wo gehen Sie hin? Was haben Sie heute vor? Das sieht direkt, dass Sie sich beschweren, dass es einmal kein Brot gibt. Brot gab es schon seit Ewigkeiten. Und jetzt habe ich es einmal nicht da, weil. Ja, okay. Sie können sich einfach in die Tür teleportieren. Ist klar. Was ist denn los mit Ihnen? Also wirklich, sehr unverschämt von Ihnen. Jedenfalls. Was brauchen wir überhaupt? Wir müssen mal zusammenzählen. Milch haben wir erst gekauft. Wir brauchen zweimal Toast. Wir brauchen. Was wäre, wenn wir uns einfach als zweimal kaufen? Außer das vielleicht das Öl. Ich weiß hier einmal. Weil ich kaufe erstmal. Ich mach Regal für Regal. Zweimal Toast, zweimal Nudeln, zweimal Kaffee. Also, bin ich lustig. Aber wir sind die Rechnung. Ich bezahle erst die Rechnung, bevor hier was irgendwas anderes passiert. Rechnungen. Teuer hier. Teuer. Ihr seid teuer. So. Ansonsten. Susu. Mehl. Komplex. Da haben wir schon unser Geld weg. Den Rest gucken, können wir dann nächsten Tag dann gucken. Wir machen erstmal. Jetzt kannst du. Oh, könnte noch einer reinkommen hier. Oh je. Yeah. Ja, nee, wir machen erstmal Enter. Und wir haben. Wo war. Habe ich da irgendwas überlesen? Da war irgendwas schon wieder zu teuer. Dass ich mich beschweren. Ich hatte weniger Kunden als vorher. Und jetzt. Was? Wieso? Ich habe doch schon wenig Kunden. Das geht doch gar nicht hier. Aber wir bekommen trotzdem immer Supermarktpunkte. Wir haben eigentlich sehr viel, wirklich sehr viel Profit gemacht. Diesen Tag werden wir dann in der nächsten Folge beenden. Folgen. Jetzt erstmal gucken. Die Preise. Ich gucke mir jetzt jeden einzelnen Preis an. Das ist ja nicht normal. Ich habe gerade gemerkt, Bobbuja bezahlt. Das heißt, ich kann das gar nicht kaufen. Nein. Vielleicht geht's ja so. Nein, geht auch nicht. 200. Ach komm. Und einen schwarzen Tee weg. Der ist schon teuer genug. Jo. Es wird immer schlimmer hier. Was ist denn das? Cornflakes. Immer eine gute Suppe. Genau. Dass es wieder cool aussieht hier. Ein bisschen Toast. So, und jetzt können wir uns eigentlich überall die Preise angucken. Ich prophezeie das einzelne Etikett hier. 64, 64. Passt. Öl. 5,35, 45. Und sogar, komm, wir machen jetzt nur noch einen Cent Unterschied. Das ist ja. Wenn ich bestelle, muss ich irgendwie den Profit hier raushauen hier. 13. Ah, hier war's zu teuer. 3,09. Kaffee. Der ist schon genau hier. Das war's schon. Das machen wir 7,17. Die beschweren sich hier. Ich kontere mit Wucherpreisen. Nee, nicht mehr 2,95. Wir machen jetzt 2,96. So sieht's aus. Das passt so. Da machen wir auch nur aus der 5 eine 5-1. Weil das auch schon fast passt. Aber auch nur fast. So. Ist ja nicht normal, dass sie die sich beschweren. Okay, das ist viel zu teuer. 3,76. Das können wir sogar teurer machen, hä? Das gibt keinen Sinn, aber okay. Guck, ich gebe euch sogar billiger und dann beschwert ihr euch bei ein paar Preisen, die zu teuer sind. Also wirklich, ist ja. Das ist ja nicht normal. 2,65. Ich weiß nicht, ob er nicht mehr die Preise. Ich glaube, er kennt die Preise nicht mal. Aber das ist ja geil. Er sieht sie ja dann, wie ich sie mache. Und das ist ja schon genug. Ihr müsst einfach nur einen Cent draufrechnen.
mittlerweile, weil das ist ja wirklich, das ist sich so abpackend. Aber manchmal, da will ich noch was machen. Das hier kommt jetzt hier rein. Das schließen wir wieder und tun es wieder hier hin. Und das Schild können wir entfernen. So. Damit das hier alles in der Reihe ist. Auch wenn jetzt hier noch eine freie dann frei sein wird. Eine, genau. Dann sehen wir immer, was leer ist. Hier ist gerade nichts leer. Das passt so. Das kostet gleich viel. Cool. Okay, da gibt das hin. Orangensaft, Apfelsaft. Und das machen wir auch noch. Zwei sind teurer. 2,57. Könnte sein, dass es eine längere Folge wird, aber ist mir kurz mal egal. 24. 1,93. Passt. 6,61. Und dann hier 5,67. Ganz frisch 5,39. Ich sehe es halt einfach nicht mehr ein. Ich sehe es einfach nicht mehr ein, dass ich hier noch fair sein soll, wenn die sich dauernd nur beschweren und ich hier versuche meine Arbeit zu machen und es ist ja Kacke. So, wir haben jetzt noch Platz frei für 5 Produkte. Das heißt, es ist sogar fast genau wie eine Produktlizenz. Und hier, es wäre krass, wenn die neue Produktlizenz. Was ist das Neue? Lasst mich gucken. Oh, noch neue Rechnung. Neue Rechnung, ich gehe kaputt. Und die kann ich nicht mehr bezahlen. Kuchen. Kuchen. Süßigkeiten, Müsli, Schokoladenriegel. Joghurt hört sich wie Kühlschrank an. Der Rest, da können noch Kuchen, können auch Kühlschrank sein. Ah, oh, das ist da. Schwierig. Schwierig ist das. Wir können vielleicht das hinbekommen, aber ich würde erst noch einen Kühlschrank vielleicht noch dazu kaufen. Aber fürs Erste reicht das erstmal. Wir haben jetzt die ganzen Produkte dazu kaufen können und einen vierten Kühlschrank mittlerweile. Ist ja nicht mal normal, wie viel Kühlschrank wir kaufen, beziehungsweise immer auch 3 Regale gekauft. Das ist auch viel. Die Kunden wissen gar nicht, wie viel Geld das kostet hier. So, open tun wir nicht, weil wir beenden jetzt diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, schreibt auch mal in die Kommentare, was ich nach diesem Projekt machen soll. Das würde mich auch interessieren, weil es wird zwar noch längere Zeit dauern, aber ihr könnt schon ruhig reinschreiben, was ihr euch vorstellen könntet, was auch noch cool wäre. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.